Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Florian Kainz, ein Österreicher. Da muss ich natürlich ein kurzes Video machen. Ich habe den, wie ihr seht, da jetzt auch schon 10 Spiele gespielt. Wir schauen uns die Karte mal kurz an und im Anschluss werde ich euch dann einfach die Szenen hineinschneiden. Ich habe 10 Spiele in der Weekend League mit ihm gemacht. Muss aber auch dazu sagen, 3 oder 4 Spiele waren Rage Quits. Manchmal sogar von mir, weil freitags war es sehr, sehr angenehm zu spielen. Bin dann oft 3:0 schon hinten gelegen und dann habe ich einfach keinen Bock mehr, das fertig zu spielen. Aber er hat gut rasiert. 1,76 ist er groß, hoch, mittel, Arbeitsrate. Starker Fuß rechts, hat 4 Steine Spezialbewegung, 5 Steine schwacher Fuß. Spielt beim FC Kölle und ist natürlich Österreicher. Damit eigentlich hauptsächlich in der Bundesliga linkbar oder vielleicht mit einem Arnautovic kann man da ein bisschen was basteln. Mit Ikonen so in diese Richtung. Viel mehr geht dann halt nicht. Das ist ein bisschen ein Sentimental Value, diese Karte. Ich habe mit Hunter im Sturm gespielt, Antritt geht auf 98, Sprintgeschwindigkeit auf 95, Stellungsspiel auf 90, Abschluss geht auf 97, Schusskraft auf 90, Weitschüsse sind bei 88, die Volleys gehen auf 80, die Elfmeter auf 94. Dazu hat er beim Passspiel 80 Übersicht, 86 Flanken, 82 Freistoßpräzision, 83 kurzer Pass, 81 langer und 80 Effet-Wert. Und beim Dribbling, das schaut sehr, sehr gut aus. Er hat einen Lean Body Type und das fühlt sich auch sehr gut an. 95 Beweglichkeit, 90 Balance, 85 Reaktion, 86 Ballkontrolle, 87 Dribbling und 84 Ruhe. Also man kann den mitunter, das kann man schon sagen, auch auf der Seite spielen am Flügel. Da würde ich ihm einen anderen Campstyle geben, vielleicht einen Catalyst, dass er da ein bisschen mehr Passspiel noch bekommt zum Flanken. Denn er hat auch ein bisschen Defensivwerte. Das defensive Bewusstsein bei 67, die fairen Zweikämpfe halt danach nicht mehr und die Grätschen. Aber er kann den einen oder anderen Ball vielleicht mal für euch erobern. Ist zwar jetzt nicht der allerkrasseste in der Defensivbewegung, das muss man dazu sagen, mit dieser Mittelarbeitsrate nach hinten. Da wäre eine Hocharbeitsrate vielleicht mit ein bisschen mehr Abfangen und fairen Zweikampf noch gut gewesen. Aber er hat 90 Ausdauer, das ist sehr, sehr stark, 87 Sprungkraft, Kopfballungeheuer ist er halt auch keines, 65 Stärke und 65 Aggressivität. Also er ist jetzt da nicht unbedingt der krasseste physische Spieler, auch keine Spielereigenschaften, aber 5 Sterne schwacher Fuß und Dribbling-Techniker, das ist schon ganz okay. Ich habe mit diesem Team gespielt, mit meinem Bundesliga-Team, mit Ausnahme von Collins, da war Guardiola, den habe ich jetzt neu dazu geholt. Aber ich zeige euch jetzt einfach die Szenen aus den Games, aus der Weekend League vom Freitag, meine ersten 10 Games und danach sehen wir uns nochmal kurz zum abschließenden Fazit. Kainzi mit seinem ersten. Es müllert. Kein Ziel. Oh, klipp das, Alter. Klipp dieses Tor von Kainz, Alter. Alter, was ist denn das für eine Bude gewesen? Alter, Alter, klipp das bitte. Kein zum Aufräumen, Alter. Kein T, die Maschine. Alter, Kainz rasiert so geil. Guter Mann. Ja, Luke Backe setzt sich mal durch. Und Kainz mit dem Doppelpack, Alter. Luke Bacchio, Maschine! Gut, wie gesagt, 10 Spiele habe ich mit ihm gemacht. Ihr habt da jetzt die Szenen gesehen von Kainz und ein Tor. Das war ganz, ganz krass. Ich glaube, das ist mein Tor des Jahres.
wo er den irgendwie mit der Brust annimmt und mit der Hake dann reinmacht. Ich habe eigentlich auf den Fallrückzieher spekuliert, aber er hat dann halt diesen Hakenschuss gemacht und absolut geiles Tor und auch so einige super Tore gemacht und muss sagen, für den Preis für 35k, was er kostet, auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Karte, wenn man den linken kann. Das Tempo fühlt sich gut an, der Schuss ist gut, 5 Sterne schwacher Fuß, da kann man einfach draufballern, wie man will. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Schade, dass er nicht irgendwie noch ein bisschen mehr Trades hat, aber wie gesagt, ich war sehr zufrieden. 10 Spiele in der Weekend League als Stürmer mit 14 Torbeteiligungen und wie gesagt, da waren 3-4 Rage Quits auch dabei, also das ist wirklich sehr, sehr stark. Das Dribbling fühlt sich dank seines Lean Body Types auch eigentlich sehr, sehr gut an. Klar gibt es jetzt krassere im Dribbling, aber mit dem Lean Body Type hat er einfach den Vorteil, dass diese Werte nochmal ein bisschen krasser sind, wie bei einem, der zum Beispiel einen Average Body Type hätte. Alles in allem für den Preis eine super Karte, für mich als Österreicher sowieso ein Must-Have. Und das war jetzt mal ein bisschen ein kürzeres Review, glaube ich, heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von Kainz. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne den Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, da würdet ihr mich sehr damit unterstützen. Gerne natürlich auch unten in die Kommentare was reinschreiben oder auf den Social Media Kanälen vorbeischauen, die sind unten verlinkt. Und dann sage ich danke für euren Support, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.